Meine Laborwerte sind endlich angekommen. Wir haben hier über 4 Seiten gespickt mit über 100 verschiedenen Werten gefühlt. Die können wir natürlich nicht alle besprechen, aber die wichtigsten, die werden wir mit euch durchgehen, damit ihr ganz genau Bescheid wisst, worauf ihr achten müsst. Plus, wir schauen uns den einen oder anderen Ausreißer mal an. Super interessant, hätte ich bei manchen Werten eben nicht so erwartet. Und ja, ob positiv oder negativ, das besprechen wir später. Und wir gehen natürlich auch ein paar Werte einfach mal exemplarisch durch, damit ihr ein sehr, sehr gutes Bild über diese gesamte Thematik bekommen könnt. Wichtig bei sowas, immer die Rahmenbedingungen im Hinterkopf behalten. Also wir betreiben Kraftsport, dementsprechend wird der ein oder andere Wert auf jeden Fall erhöht sein. Dann ist weder schlecht noch gut, das ist komplett neutral. Aber wenn man das nicht im Hinterkopf hat, dann kann es durchaus passieren, dass man denkt, hey, ich habe Nierenversagen oder Leberversagen. Dabei hast du einfach nur 2 Tage vorher hart gedeadliftet. Also wie gesagt, Rahmenbedingungen im Kopf halten. Die letzte Mahlzeit vielleicht auch bei den Blutfetten nicht zu üppig ausfallen lassen. Also gerade wir Kraftsportler, gerade die, ich sag mal, modernen Bodybuilder essen ja recht viel am Abend. Und wenn du jetzt, wenn der Arzt dir sagt, du sollst nüchtern kommen, heißt es nicht, dass du 3.500 Kalorien am Abend essen solltest. Das habe ich jetzt persönlich gemacht, weil mir das jetzt nicht so wichtig war, weil ich eigentlich weiß, dass die Blutfettwerte bei mir sehr, sehr gut sind. Aber wären sie jetzt zu hoch, dann hätte ich vielleicht nochmal ein Blutbild gemacht mit einer abendlichen Energiezufuhr, die normal ausfällt, damit ich auch wirklich nüchtern bin. Weil wenn du 4.000 Kalorien um 11 Uhr konsumierst, dann bist du um 8 Uhr morgens auf jeden Fall nicht nüchtern, weil du das Ganze natürlich erstmal verdauen musst. Dementsprechend darauf achten, wenn die Werte zu hoch ausfallen, jetzt bei den Fetten auch darauf achten, wo du im Trainingszyklus dich befindest. Also Testosteron zum Beispiel droppt bei zu hohem Volumen, bei zu hartem Training. Ich habe das Ganze im Zyklus gemacht und zwar in einem sehr hochvolumigen Trainingszyklus wie immer. Wahrscheinlich wäre mein Testo-Wert nach einem Deload ein bisschen höher. Gleiches gilt natürlich auch für die Entzündungsprozesse, die nach einem Deload ein bisschen tiefer ausfallen sollten. Auch das im Hinterkopf behalten. Plus, wenn du eine Wettkampfdiät gemacht hast, ich weiß, viele Wettkampfsportler schauen hier zu, dann wird es auch in den ersten Monaten nach einer Wettkampfdiät wahrscheinlich so sein, dass dein Testosteronwert nicht auf 100% sich befindet, sondern vielleicht auf 90 oder 80%. Und was auch sein kann, wenn du sehr schnell zugenommen hast, dass deine Blutfettwerte nicht so ganz optimal ausfallen. Aber wie gesagt, dann einfach 3-4 Monate später nochmal ein Blutbild machen und dann weißt du ganz genau Bescheid. Aber diese Hintergründe bzw. Hintergrundinformationen, Rahmenbedingungen müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Fangen wir auch direkt an mit dem ersten Wert, würde ich einfach mal sagen. Und zwar, hier steht oben Homocystein. Ja, was sagt dieser Wert aus? Im Prinzip, je tiefer, desto besser irgendwo, könnte man fast schon sagen. Der Referenzbereich liegt bis 15, ich habe eine 7 und dieser Indikator kann dir sagen, yo, wenn davon eben zu viel in deinem System drin ist, dann wirst du wahrscheinlich einen Mangel haben an B12, an B6 oder Folsäure, also so ein bisschen Vitaminmangel-Indikator. Mit einer 7 bin ich aber, glaube ich, ziemlich gut am Start. Wie gesagt, bis 15 ist eigentlich alles okay. Wenn man sich hier mal anguckt, eine Folsäure, 12,7 habe ich, alles über 5,4 ist top, man sollte nicht unter 3,4 fallen. Und auch Vitamin B12, ja, das sorgt wiederum bei vielen, wenn man davon zu wenig zur Verfügung hat, dass man ja, sich vielleicht ein bisschen müde und schlapp fühlen könnte. Das war auch so ein Punkt, warum ich diesen Wert mit reingenommen habe. Normalerweise wird dieser Wert standardmäßig gar nicht erfasst, also ich habe ein großes Blutbild machen lassen plus einige Werte wie zum Beispiel B12 mit draufgepackt. Der liegt aber bei mir bei 726, Referenzbereich ist 211 bis 911, also auch recht weit oben. Ne? Nicht ganz weit oben, aber zu viel ist dementsprechend auch nicht so optimal bei diesem Wert. Viel wichtiger ist eigentlich dieses aktive B12, also Holo-TC, Holo-Transcobalamin. Der liegt bei mir bei 128.000, über 35.000 sollte man liegen. Kommen wir aber jetzt zu den Fetten. Und zwar haben wir hier das Lipoprotein A. Da liege ich bei 8,7. Zielbereich ist unter 50. Also auch dieser Wert ist eigentlich sehr, sehr gut. Würde ich einfach mal behaupten, wenn er zu hoch ausfällt, dann sollte man mal Diabetes abchecken, die Schilddrüse abchecken, Herz-Kreislauf-Probleme vielleicht auch nochmal abchecken. Schilddrüse könnte auch ein Faktor sein, aber da scheint ja auf jeden Fall ja, bei mir alles in Ordnung zu sein, wenn man sich eben diesen Indikator anschaut. Man kann sich natürlich nicht nur einen Indikator anschauen, sondern muss sich ganz viele verschiedene anschauen. Schauen wir uns einmal das Cholesterin zum Beispiel an. Beim Cholesterin ist wichtig zu sagen, dass der Gesamtwert nicht so entscheidend ist. Also bis 200 ist alles super. Ich habe 172, obwohl ich eigentlich sehr, sehr viel am Abend gegessen habe. Das hat mich zum Beispiel schon ein bisschen überrascht. Ich dachte, okay, gerade
weil ich meine ganzen Fettmakros eigentlich am Abend konsumiere und dann auch wirklich 3.500 esse, ja, kann es sein, dass es ein bisschen schlechter ausfällt. 172 passt. Wie gesagt, wenn er zu hoch wäre, dann ist es auch eigentlich kein Problem. Viel entscheidender ist der LDL-HDL-Quotient. Also wie viel von diesem Cholesterin ist LDL, wie viel HDL, und dann teilt man das Ganze. Und da gibt es eben so einen Quotienten und ich liege bei ca. 2 und das ist auch eigentlich sehr, sehr gut. Also man spricht bei einem Wert über 4 von einem hohen Risiko, von 2,5 bis 4 von einem mittleren Risiko und alles unter 2,5 ist ein niedriges Risiko. Und ich wette, wenn ich eben diese Mahlzeit am Abend nicht hätte, dann hätte ich bestimmt eine 1,5 oder so, weil generell einfach ja, viel weniger im System sein sollte. Und Triglyceride kann man sich auch anschauen, bei 57 auch sehr niedrig, würde ich einfach mal behaupten. Alles unter 150 ist gut, ich habe 57, auch das passt. Also wenn der ein oder andere zu mir sagt, Sepp, isst nicht so viel Pizza, das ist ungesund, man sieht es auf jeden Fall. Funktioniert sehr, sehr gut und wie gesagt, ne, nach einer Wettkampfdiät, sehr spät am Abend gegessen, Körperfettanteil wird auch nicht mehr höher und das am Ende eines Bulks, ne, kurz vor meinem Minicut. Dementsprechend alle Werte sehr, sehr gut. Mich würde es halt brennend interessieren, wie diese ganzen Werte kurz vor einer Wettkampfdiät aussehen. Ne? Aber generell, Cholesterin, für was ist es überhaupt gut? Ne? Hormonproduktion, Zellproduktion. Es macht auch keinen Sinn, irgendwie zu versuchen, dann keine Fette mehr zu konsumieren oder was auch immer. Wie gesagt, der Quotient von LDL, HDL, das ist eben viel entscheidender als die gesamten Werte, aber auch beim HDL und auch beim LDL bin ich überall sehr, sehr gut im Referenzbereich. Genau, ich würde sagen, Fette haben wir damit auch abgehandelt. Weiter geht's hier mit dem Kreatininwert. Die Referenz sagt, bis 1,3 ist alles gut. Ich habe einen Wert von 1,2, also bin da auch sogar im Referenzbereich. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, durch mein Training, durch meine Schändung, weil ich ja extrem viel trainiere und weil ich jetzt auch nicht wenig Muskelmasse habe, wäre ich nicht mehr im Referenzbereich. Ist aber anscheinend nicht so. 1,2, bin sogar da im Referenzbereich. Und wenn wir sonst alle anderen Parameter hier uns anschauen, passt alles. Einen Wert sollte man eventuell auch nehmen, falls man auf Nummer sicher gehen möchte. Cystatin C heißt das Ganze. Und dieser Wert ist eben Muskelmasse unabhängig. Falls da irgendwas sehr weit aus dem Referenzbereich fliegt, einfach mal diesen Wert messen. Und dann bist du auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite, was deine Niere angeht. Genau, viel mehr gibt es da auch nicht. Da gibt es noch einen GFR-Wert, aber da ist der Kreatininwert auch mit drin. Da bin ich, ja, also ich bin gerade am Referenzbereich, bin circa bei 90. Dort fängt der Referenzbereich an, aber bei einem Kreatininwert von 1,2 ist es auch ganz normal, weil wie gesagt, dieser Kreatininwert, der fließt da voll stark ein. Hätte ich jetzt einen Kreatininwert von 1, dann wäre dieser GFR-Wert auch wieder voll okay. Der ist auch jetzt okay, aber jetzt nicht so, dass man sagt, wow, super gut. Aber das ist wie gesagt, als Kraftsportler hat man da auf jeden Fall erhöhte Werte, was aber überhaupt kein Problem ist. Genau. Ansonsten hat man hier auf der Seite noch ein paar andere Werte, aber das ist alles wirklich perfekt in der Mitte. So. Also da könnte ich nicht sagen, ja, das ist interessant oder sonstiges. Ach ja, interessant wäre vielleicht auch noch allgemein dein Langzeitzucker. Das Ganze nennt sich HbA1c und der liegt bei mir auch mit 5 voll im Mittelbereich. Ne? Also 4,4 bis 6,5 ist der Mittelbereich. Passt, würde ich einfach mal behaupten. Kurz nochmal vielleicht die Mineralstoffe abchecken, bevor wir dann zu den Hormonen kommen. Und zwar auch Natrium, Calcium, Kalium, alles super. Ja, Leberwerte auch alles super. Hier der GPT-Wert ist ein bisschen erhöht. Ich meinte ja schon, wenn wir jetzt eine harte Deadlift-Session am Start hatten, dann wird dieser Wert auf jeden Fall ein bisschen erhöht sein. Wichtiger ist dieser GGT-Wert und der wiederum ist auch sehr, sehr tief. Bei mir, also wenn du auf Nummer sicher gehen willst bei deiner Leber, dann trainier eine Woche nicht, mach einen Deload, lass das dann testen und vor allem dieser Gamma-Wert ist sehr, sehr entscheidend, also Gamma-GT, das willst du eigentlich messen, aber wenn du eine Trainingspause machst, dann sollte auch eigentlich ja, der GOT-Wert und der GPT-Wert auch tief dann wieder im Referenzbereich liegen. Ansonsten kannst du natürlich weitere Untersuchungen veranlassen, da ist immer das Entscheidende, das sind nur Indikatoren. Am Ende des Tages, falls irgendwas auffällig ist, dann sollte man da zu einem Spezialisten hingehen und das Ganze nochmal abchecken lassen. Es geht um unsere Gesundheit. Was Wichtigeres gibt es auf dieser Erde nicht. Aber ich würde sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Interessanten, Freunde. Und zwar Schilddrüse und Testo. Und zwar Testosteron. Ne? Super entscheidend für den Muskelaufbau, super entscheidend für alle möglichen Prozesse gefühlt im Körper. Liegt bei mir bei 6,43.
Ja, der Referenzbereich wird hier von 3,04 bis 8,5 angegeben. Dieser Referenzbereich kann aber wie bei jedem Wert auch schwanken, je nachdem, was für ein Labor das ist, je nachdem, was für Werte die benutzen. Also laut diesem Wert bin ich leicht überdurchschnittlich, würde ich einfach mal behaupten, was die Testosteronproduktion angeht. Obwohl ich halt hart trainiere und ja, vielleicht aus einer Wettkampfdiät komme und vielleicht nicht bei 100% bin, aber das ist Spekulation. Ich denke, nach einem Deload hätte ich eine 7. Das könnte man, glaube ich, schon sagen. Also eine 7, vielleicht eine 7,5, wenn ich mal 2 Wochen nicht trainiere. Ja, ansonsten 6,43 hat mich gewundert. Ist eigentlich ganz okay. Also ich dachte jetzt irgendwie keinen Plan. Ich wäre hormonell noch so ein bisschen geschädigt. Deswegen vielleicht auch der niedrige Blutdruck, deswegen die kalten Hände und die Füße und alles. Aber ist halt anscheinend nicht so. Ich bin, was Testo angeht, schon gut am Start. Interessant wäre, wie gesagt, was passiert, wenn ich mal eine Woche nicht trainiere und dann diesen Wert nehme. Vielleicht auch 2. Und was passiert in den nächsten 2-3 Monaten, wenn ich nicht mehr so nah an meiner Wettkampfdiät dran liege. Ja. Vielleicht ist der Wert dann leicht höher. Könnte sein. Also ich würde es einfach mal vermuten. Über 8 komme ich, glaube ich, aber nicht. Ich glaube, wenn ich alles richtig machen würde, dann wäre ich auf eine 8. Also richtig im Sinne von den Testo-Wert hochbringen, nicht im Sinne von mehr Muskeln aufbauen. Aber das ist auch nice to know. Dass trotz diesen gesamten Wettkampfdiäten, also ich habe ja in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren hatte ich ja 4 Wettkampfdiäten, Freunde. Das ist schon heftig, aber das scheint ja, mich nicht großartig zu jucken. Der Testo-Wert passt eigentlich voll im Bereich. Bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Das kommt auch noch dazu. Aber ansonsten, ja, gerade wenn man das im Hinterkopf hält, ne, mitten im Zyklus und alles, finde ich diesen Wert doch sehr, sehr ordentlich. Genau. Und auch die Schilddrüse, wenn man sich da mal anguckt, da gibt es 3 verschiedene Werte. FT3, FT4 und TSH. TSH ist praktisch das Hormon, welches dafür sorgt, dass dann in der Schilddrüse die Hormone überhaupt produziert werden. Also das stimuliert die Schilddrüse. Und entscheidend ist halt FT3 und FT4. FT4 ist eigentlich auch nur die Vorstufe von FT3. Also FT3 ist das, ich würde mal sagen, aktivste oder wichtigste oder stärkste Hormon von denen. Und da liege ich mit 3,2 auch sehr, sehr gut. Von 2,0 bis 4,2 geht die Referenz. Und das FT4, auf jeden Fall ist das die Vorstufe vom FT3 meistens vorrangig, liegt bei 1,2 und der Referenzbereich ist von 0,8 bis 1,7. Beim TSH ist es so, da bin ich bei 1,47, das geht von 0,4 bis 4. Je mehr TSH man produziert, desto tiefer sind wahrscheinlich die Werte für FT3 und FT4, weil der Körper dann möchte, dass du mehr davon produzierst. Also da ist ein hoher Wert nicht unbedingt erstrebenswert, weil das wiederum ein Indikator dafür sein könnte, dass du zu wenig produzierst. Und das wiederum checkt man dann ab. Also FT3 und FT4 werden standardmäßig auch nicht erfasst. Weiter geht's mit dem Vitamin D3, Freunde. Da steht zwar mit 24,6, dass ich über 20 bin und damit keinen Mangel habe, aber je nachdem, was für Referenzbereiche man sich anschaut, ist schon unter 30 ein Mangel vorhanden. Das heißt, ich habe einen Vitamin D3-Mangel. Wer hätte das gedacht? Das Ding ist halt auch, dass wir im Winter normalerweise immer sehr viel früher in der Sonne unterwegs waren. Dieser Faktor hat gefehlt. Und dann hätte ich eigentlich noch mehr Vitamin D3 nehmen sollen als üblich. Habe ich aber nicht. Und das heißt für mich, ne, Vitamin D3 nochmal ein bisschen erhöhen. Das war für mich jetzt auch ein Learning, dass ich anscheinend, warum auch immer, zu wenig davon abbekomme. Und dementsprechend die Dosis dann auch ein bisschen erhöhen werde. Also Vitamin D3 super wichtig, Depression, Knochendichte, ne, super viele Faktoren, könnt ihr mal googeln, die ja, nicht zu verachten sind, wenn man zu wenig davon produziert. Übrigens auch Testomangel, ist auch so ein Ding. Wenn du zu wenig Vitamin D3 produzierst, beziehungsweise zu dir führst, dann kann es deinen Testosteronwert ein bisschen drücken. Deswegen schieben wir den Vitamin D3-Spiegel mal in der nächsten Zeit mal schön auf 50 oder so, damit wir da auch auf der sicheren Seite sind. Das war's auch schon, Freunde, mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn ihr ein weiteres Blutbild sehen wollt in den nächsten 3-4 Monaten, dann kann ich gerne nochmal ein Update mit euch teilen. Ansonsten, ja, Daumen nach oben, wie gesagt, nicht vergessen. Fragen in die Kommentare, Abo dalassen, Glocke anmachen. Ich bin raus. Ciao.